Schönen guten Tag, ne Leute, willkommen zurück hier zu Professional Fishing. Ja, Silver Forest, ich weiß auch nicht, was hier los ist. Einige Updates, ich habe jetzt einige Updates hier so sozusagen verpasst. Mir nicht angeschaut. Beim letzten Mal waren wir ja noch auf dem Gewässer, ne, hier, Wilde Ebenen, ne. Wilde Ebenen, da konnte ich mit Level 1 noch angeln, jetzt nicht mehr, jetzt... Ja, ist hier ein neues Gewässer, ne? Silver Forest. Ich will auch nicht lange schnacken. Wir gehen mal rein. Ich muss noch weiter aufleveln. Ich muss Level 2 werden. Ich kann mir auch noch gar nichts kaufen. Ich habe ja eben mal nachgeguckt, ne? Man muss erst aufleveln können, um sich auch neue Köder, neue Angeln, was auch immer, kaufen zu können. Also kann ich momentan nichts machen, außer angeln. Dicke Fische fangen. Ja. Machen wir mal weiter. Neues Gewässer, schauen wir uns mal an. Auf geht's. Ui. Auch noch Nacht. Es ist Nacht. Es ist Nacht. Da vorne rechts. Sieht schon zwei Herren. Zwei Herren. Oder vielleicht auch Damen. Die da stehen und angeln. Wir gehen mal gucken. Oh, links ein Deutscher. Daniel Obermeier. Hm? Hier wird schön geangelt. Was steht da oben? Auf dem Schild. Auf dem Schild steht gar nichts. Es ist nämlich dunkel. Mach mal Licht. Wie war denn nochmal Licht? P oder so? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, man macht Licht, ne? Macht man irgendwie nochmal Licht? Ich hab's vergessen. Oder war es ein anderes Angelspielchen? Das kann sein. Aber ich kann auch die Zeit vorstellen. Moment mal. Wir stellen mal auf morgen so. Wir machen mal 6 Uhr, ne? Oder 5 Uhr. Machen wir mal 5:45 Uhr. Oh, so nicht. Mist. Kostet es überhaupt Geld? Ja, es kostet Geld, ne? Ah, aber nicht viel. Ja, komm, 9 Dollar. Noch Nebel. Ich wollte mir eigentlich das Schild hier begutachten. Muss ich noch ein bisschen weiter vorspulen. Nützt ja alles nichts hier. Zack. Naja, man sieht ein bisschen besser, was, ne, aber auch nicht so. Was haben wir denn hier? Zander, Perch. Also, das ist ein Barsch, ja. Das ist jetzt natürlich leider nicht auf Deutsch übersetzt. Rötsch, das könnte ein Rotauge sein. Was ist Krü? Keine Ahnung. Karpfen, das könnte Ide, könnte eine Scholle oder was? Nee, nicht eine Scholle. Sprotte? Nee, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Catfish auf jeden Fall. Prassen, ja. Ihr kennt ja meine gute Übersetzung von Englisch auf Deutsch, ne? Oder von Deutsch auf Englisch, aber Zander, ja, komm, Zander. Aber man sieht es ja auch, man weiß, ihr wisst ja, ne? Die Profis unter euch, die wissen ja, was haben wir denn hier? Ein Tannenbaum mit, na, wie heißen die Dinger, die man am Baum ranmacht? Ein Weihnachtsbaum, Mensch, wie heißen die? Die Kugeln, Christkugeln, ne? Ein Bass, das ist Bass, Bass. Ist das ein Barsch? Das sieht mir eher aus wie ein... Wie okay, vielleicht ein englischer Barsch. Ja, ein englischer Barsch. Ja. Sonst könnte das nämlich auch aussehen, so zum Teil. Nee, ein Rot, ich wollte gerade sagen, Dorsch sieht aber ein bisschen anders aus. Keine Motorboote, ja. Also, dann ist das anscheinend jetzt hier die Anfängerinsel. Also, das Anfängerstartgebiet. Anfängergewässer, sagen wir mal so. Das steht ein Deutscher. Stellen wir uns mal ein bisschen da so daneben so und mal ein bisschen Abstand lassen hier und dann. Was habe ich für einen Köder überhaupt dran? Brot. Ja, wir angeln erstmal mit Brot. So, jetzt will ich ranzoomen. Das geht aber leider nicht. Ich bin schon wieder ein bisschen hier. Weil ich habe letztens
vorgestern das andere Angelspiel mir angeschaut, auch schon YouTube, also ein Video bei YouTube veröffentlicht, Atomfishing, ja, und da kann man mit dem Maus-Scrollrad auch ranzoomen. Und Taste V kann man Kameraeinstellung ändern. Hier ist das leider nicht möglich. Jedenfalls nicht mit Mausrad oder halt Taste V, ja. Die Einstellung ist auch egal, wir sind ja in einem anderen Angelspiel, ne? Aber ich glaube, ranzoomen geht sowieso nicht. Oder ich habe es noch nicht herausgefunden. Ich glaube, beim letzten Mal hatte ich das auch noch nicht herausgefunden. Naja, wir angeln einfach mal ein bisschen. Da war ein Fisch, habt ihr gesehen? Links unten, da war gerade ein Fisch, sah aus wie so ein kleiner Karpfen. Aber man kann mich schon mal irgendwie ranzoomen. Was ich auch gut finde, dass die Herkunft, wenn man herkommt, angezeigt wird. Ne? Zum Beispiel, ich heiße Askamon. Durch meinen Namen her wüsste man nicht unbedingt, dass ich ein Deutscher bin, aber bei mir auf dem Kopf, immer mein Kopf, wie bei den Nachbarn hier auch, rechts von mir steht ja noch die Flagge, ja, die Flagge. So. Fischlein, beiß an hier, hab doch keine Zeit. Möchte so ungefähr in 20 Minuten möchte ich den Kescher voll haben. Wäre jetzt auch so ein Brotkrümel dran. Ist natürlich auch wieder die Frage, diesen Spot hier, wo ich gerade angel, ne, den Angelplatz hier, was hier für Fische rumschwimmen, ne? Das kriegt man dann natürlich mit der Zeit ja auch erst mit. Ah, gehst du zu dem Platz, da beißen vielleicht Barsche mehr, gehst 2, 3 Meter weiter nach links, oh, da ist eine Ecke für Rotaugen, für Plötze und hast nicht gesehen. Das muss man jetzt alles herausfinden. Das Gewässer hier, Silber, was? Silber, was war das hier? Silber Forest, glaube ich. Silber Forest ist ja neu. Haben die denn anscheinend geändert, ne? Weil wo ich vorher mal geangelt habe, in den Ebenen, ne, das ist ja ab Level 5. Das haben sie jetzt gesperrt. Da kommst du erst mit Level 5 rein. Naja, und hier beißt überhaupt nichts, ne? Hier ist so viel Aktivität, man sieht es ja auch an der Wasseroberfläche. Ich sehe auch immer ab und zu mal einen Fischer vorbeischwimmen, aber es beißt keiner. So, da hinten rechts nochmal da, ne? Daniel Obermeier. So. Gucken, ob es weiter draußen besser beißt. Diese Ruhe, ne? Oh. Fisch! Hängt da dran? Nee. Die Pose ging da. Krieg, ja. Die Pose ging doch gerade eben unter. Merkwürdig. Oder ich habe wieder viel zu früh angeschlagen. Jetzt. Nein! Wieder hoch, ne? Aber hängt was dran. Noch hängt was dran. Sehr gut. Erste Fisch des Tages heute. Mal gucken, was wir da Schönes haben. Rotauge, Rotfeder. Die Richtung. Plupp. Oder ganz was anderes. Eine Plötze, 0,44. Okay. Ah, ich habe wieder natürlich mein Kescher nicht gesetzt. Ich bin hier auch wieder so schlau. Kann ich das hier? Ja. Nehmen wir mit, wir brauchen Geld. Kleinvieh macht auch Mist.
Auch die Beißzeiten, ja, die Beißzeiten muss ich auch erstmal so. Fisch, eigentlich heißt es ja immer früher morgen, ne? Wir sind ja relativ, ja, okay, jetzt ist es schon 7:30. Am besten wäre noch früher gewesen. Ohne Plötze, wird immer kleiner. Nee, komm, wir machen aufwärts so ab, alles über ab 50. 0,50 nehmen wir dann alles ab mit. Ich denke mal, hier werden sowieso keine Monster sein. Ich denke mal, maximal vielleicht 3 Kilo oder so, aber ich bin mir nicht sicher. Deswegen lusche ich auch mal oben rechts, was die anderen so fangen. Eben hat eine gehabt, was war das? 1,12? Aber es gibt ja auf jeden Fall ja auch solche Spezialfische, ne? So wie bei der Konkurrenz von den anderen Angelspielen, sag ich mal, so Trophy-Fische. Oh, der 2,3. Bei mir beißt wieder nichts. Na, links, was ist denn hier los? Hat sich da einer mit hingestellt? Anderer Angelkollege oder der? Der Daniel eventuell? Nee. Auf jeden Fall ist links von mir, sollte da noch ein anderer Angler sein. Ich habe gerade nämlich seine Angelmontage da so vorbei fliegen sehen. Beziehungsweise übers Wasser gleiten, ne? Nämlich eine andere Pose. Ah, mir fällt gerade was ein. Ich hätte auch. Ja. Na. Ich glaube, ich würde mir dann vielleicht doch nochmal. Vielleicht, muss mal schauen, neuen Charakter erstellen. Oh, Fisch. Oder auch nicht. Oh, wo ist der denn wieder geblieben? Ich nehme mal einen anderen Köder gerade. Ich habe nämlich noch die Larven. Ich habe nämlich schon neue gekauft gehabt. So funktioniert das hier rüberziehen und. Werde ich die zwei? Obwohl, nee. Warum zeigt ihr mir die denn einzeln an? Ist ja auch egal. Ich hatte nämlich 25 Stück neu gekauft und zwei hatte ich noch extra. Links sieht man das jetzt, sind 27 Stück an der Zahl. Hat er die jetzt doch anscheinend übereinander gepackt, also gestackt. Ja, und ob man hier die Tiefe einstellen kann, habe ich immer noch nicht raus. Das beißt, ja. Es beißt. Also ich hab Biss. Ich hab Biss, Leute, ich hab Biss. Okay, ich hatte Biss. Jetzt nicht mehr gerade, jetzt habe ich keinen Biss. Oh, das war kein Biss. Vielleicht hange ich ja, im Kraut. Vielleicht hange ich einfach nur im Kraut fest. Ah, ich glaube, der Platz ist nicht so gut, ne? Oder doch?
wieder kein Fisch dran. Was ist denn los? Ich versuch's mal hier vorne da. Ich glaube, es ist zu flach. Es ist zu flach. Ach, da ist ein Fisch dran. Okay. Gar nicht gemerkt. Fisch dran. Eine Karausche. Ja. Die sind alle so klein. Aber wie ich schon sagte, ich kann keine Größe, also keine anderen Haken kaufen, keine anderen Köder. Fisch. Oder auch nicht. Ich muss erstmal aufleveln, dann kann ich auch wieder was Neues kaufen. Ich brauche jetzt noch genau 100 Punkte. Bin ich Level 2. Das sieht man übrigens oben links bei meiner Flagge. Ganz klein. Ich weiß nicht, ob ihr das so sehen könnt oder lesen könnt überhaupt. Oder gut erkennen könnt. Der Köder wurde zerstört. Warum? Einblendung hatte ich jetzt auch das erste Mal. Der Köder wurde zerstört. Eine Plötze. Oh, was ein kleines Ding, ey. Aber ich glaube, ich gehe gleich mal ein Stück weiter. Weil sonst wird das nichts. So in 20 Minuten den Kescher voll kriegen. Das wird nichts. Nee, nee, das wird nichts. Ich nehme mal meine 7 Sachen und dann gehen wir mal ein Stück weiter. Wo sind hier andere Fische? Das ist schon mal gut, dass hier gezeigt wird, was da für Fische drin sind, ne? Das ist schon mal echt nicht schlecht. Ein bisschen näher ran, so. Willkommen to the France. Ah, ich überlege, ob ich links lang gehe oder rechts lang. Ganz drüben steht auch ein Angler. Vielleicht hier mal probieren. Ja, mal kurz, ne? Komm. Oh, da kommt sogar ein Fisch. Habt ihr ihn gesehen? Oh, ich glaube, da hängt schon dran. Nee, doch nicht. Das finde ich nicht schlecht, dass man hier auch die Fische schwimmen sieht, ja? Am besten wäre ja noch, wenn man jetzt so schöne Unterwasserkamera noch dranhängen könnte. Dann könnte man wunderbar beobachten, wie der Fisch so anbeißt. Und dann, ja, sehr schön. Man darf noch ein bisschen träumen, ne?
Da rechts kommt Fisch hier, rechts, jetzt ist er gerade wieder weg. War nämlich gerade an der Wasseroberfläche und ist wieder abgetaucht. Und dann hat er sich den Köder geschnappt. Der ist schon ein bisschen größer. Eieieiei. Ich muss gerade mal ein bisschen runterstellen. So auf 50 habe ich jetzt. Oh, es wird wieder schön die Rolle hier. Die Rolle gequält. Beziehungsweise die Bremse, ja. Wir packen da einen Kescher aus. Habe ich das wieder gemacht? Automatisch? Ich habe mich oh, halb erschrocken hier. Ich wollte den Kescher hier raus. Schöne Karosche, 1,2. Sehr gut, fast 1,3. Sehr schön. Schöne Karosche, wunderbar. Und ich habe wieder vergessen, den Kescher hinzustellen. War ich doch selber, ne? Ich dachte, sonst hat mir keiner geholfen. So, jetzt schön zielen und rein damit. Ah, sehr gut. Das gibt ja gut Geld. Ich kriege wieder ein paar Dollar extra. 20 Grad haben wir übrigens, ja? 20 Grad. Oh. Schön 20 Grad, angenehm. Ist ja fast wie im Sommer. Na, da beißt doch schon wieder einer. Das sieht doch schon wieder so komisch aus. Ich schlag mal an. Nee, doch nicht. Mich getäuscht. Gab so gut Punkte. Also davon noch zwei, drei Stück, dann habe ich Level 2. Oder Rang 2 habe ich denn erreicht, ne? Da schwung gerade ein Barsch hin und her. Ja, ist ja klar, ein Barsch beißt ja nicht unbedingt. Da hatte ich jetzt schöne Rotwürmer oder Tauwürmer, ja. Am besten wäre so ein Blaukopfwurm. Oh, dann kriege ich auf jeden Fall schöne Barsche, aber die kann ich mir ja noch nicht kaufen. Ich glaube, erst ab Level 5 oder 7. Das stand zumindest vorhin da. Dass ich ein bisschen was brauche. Also das dauert noch ein bisschen, ne? Das zieht sich noch ordentlich. Und hier beißt gerade überhaupt nichts. Ich werde noch mal woanders hinwerfen. Da in die Lücke, schaffe ich das? Dass ich da im Kraut hängen bleibe. Sind ja schon ordentlich am Springen hier, ne? Man hört's ja, aber. Beißen so wollen sie nicht unbedingt. So eine Anzeige wäre jetzt auch nicht schlecht, ne? Wann die Fische so am besten beißen, weil wann ist die beste Beißzeit? Habe ich noch nicht so entdeckt hier. Falls es überhaupt sowas gibt. Da springt ein Fisch. Na, das ist ein Barsch. Beißt du an? Auf der wunderbaren Larve, die ich da dran habe. Er schwimmt erstmal da in der Pose hin und her, seht ihr das?
Links ist er jetzt. Er spaddelt da rum. Üb, ist er weg. Der will mich doch trollen. Der will mich doch echt trollen. Ich gehe mal weiter. Schild. Was haben wir denn da? Ah, da, das ist genau dasselbe Schild. Was haben wir denn hier? Steht denn da drauf? Machen wir mal gucken hier. If you catch this fish, do not release. Was ist heil? Was? Oh, mein Englisch. Ich verstehe es nicht. Also wenn ich den Fisch fange, do not release, nicht wieder freilassen oder was? Irgendwie so verstehe ich das. Keine Boote erlaubt. Okay. So ein Graben zu angeln ist eigentlich auch immer nicht schlecht. Na, wir gucken mal, da hinten ist ein Fisch. Vielleicht haben wir ja noch mal ein bisschen Glück hier zum Abschluss, weil so allzu lange mache ich jetzt nicht mehr. Ich wollte eigentlich mit euch das Level 3 noch machen hier. Fisch. Ist wieder keiner dran. Pose ging noch gerade runter, ne? Ihr habt es doch gesehen. Oh, doch, ging runter. Schade, schade, schade. Ich habe vielleicht eventuell wieder zu früh angeschlagen. Na, hängt da jetzt wieder am Fisch dran oder? Oder nicht? Also Fische sind ja da, ne? Die müssen nur beißen. Na? Wieder nix? Doch. War kleiner, ne? Karausche, ja. Oh, ich hab's wieder. Ich vergesse das jedes Mal, ne? Natürlich daneben geworfen. Komm. Oh Mann. Drücken mal M, wo bin ich denn überhaupt? Da direkt an der Brücke. Ein Haus haben wir auch da hinten. Da hinten ist ein Haus. Da ist auch ein Angler da hinten. Aber wo gehe ich ja mal am besten hin? Der Brücke. Franzose ist da. Ein Franzose, ja, ne? Komm, wir gehen mal auf die Brücke hier. Er steht mitten im Bach drin, hat er überhaupt eine Watthose an? Kriegt er ja nasse Füße oder hat schon nasse Füße? Aber eigentlich ist die Ecke auch nicht schlecht hier. So ein Baum im Wasser ist eigentlich immer gut. Erst recht für Raubfische. Oh. Ich habe wieder so viel gequasselt gerade. Jetzt wieder nicht konzentriert und der Fisch ist weg. Ah, nee, du. Zu früh angeschlagen. Oder zu spät. Na, das Ding zappelt doch schon wieder so ein bisschen hin und her. Ihr seht ihr das da? Na, wohl gerade jetzt nicht so. Erstmal ist gar nichts und zack, auf einmal geht das Ding unter.
Na? Hätte ich wieder fast angeschlagen, ist zu früh. Jetzt aber. Wieder nichts dran. Ist ja merkwürdig. Sag nur aber. Sage mal. Kann doch nicht angehen. Was ist hier los? Und? Ich warte jetzt, bis er die abtaucht. Nö. Jetzt. Die nuckeln richtig langsam. Ne? Erstmal noch schön nuckeln und dann vor sie abziehen. Ich muss meinen Kescher hier. Ich denke mal, das Level machen wir noch. Ich hoffe, ich fange jetzt noch in so ungefähr in 5 Minuten noch ein paar Fischchen. Ich bin sowieso, glaube ich, über der Zeit von 20 Minuten Video, aber egal. Kommt ja jetzt auch nicht jeden Tag ein Video raus, ne? So, haben wir Glück, ist es eine etwas größere Karausche. Ja, Karausche, ne? Ja. Okay, etwas größer. Kein Monster, aber. So, noch 2 gute davon und dann haben wir ein Level up. Oder bin ich Rang höher? Bin ich Level 2? Ja. Level 2, Rang 2. Wie auch immer. Super, wenn das hier so eine Ecke ist, wo die Fische schon etwas größer sind. Okay, nicht viel extrem größer, aber so ein bisschen. Fisch und gut beißt. Mal merken. Die Ecke an der Brücke, Baum im Wasser. Ist auch kein Monster, ne? Was war das? 299 Punkte von 310, die ich brauche. Also jetzt noch einen guten Fisch. Und dann bin ich mal gespannt, habe ich irgendwie Geschenke bekommen noch für Rang 2. Ging zwar unter die Pose, aber kein Fisch dran. Na, nicht, dass jetzt eine Flaute kommt. Nope. Ich warte noch. Moment, ich warte noch. Das wäre auch gut zu wissen. Aber jeder andere Fisch, jede Fischrasse. Ich schlag mal an. Ist wieder vorbei. Zu früh. War einfach zu früh. Wurde dran genuckelt. Also, ob man daran das erkennt, welcher Fisch da gerade dran ist. Also, jeder Fisch denn unterschiedlich. Also, jeder. Also, ein Barsch beißt ja anders als wie ein Rotauge, sag ich jetzt mal, ne? So ein Real Life, ne? Habt ihr das jetzt so mit im Spiel in, wie heißt das Wort? Mit eingefügt haben, sag ich mal so. Nein, nicht wieder so ein Bug. Level 2. Sehr schön. Gibt's was umsonst? Außer den Bug von der Rolle? Bisschen mal frei. Okay.
Ach, das ist einfach nur Level 2 und mehr nicht, oder was? Naja. Nee, Leute, ich werde noch ein bisschen weiter angeln. Ich wollte nur bis Level 2 und ja, ein bisschen mehr von dem Spiel zeigen. Obwohl momentan kann man gar nicht so viel zeigen von dem Spiel, ne? Ich bin jetzt Level 2. Beim nächsten Mal werden wir uns dann mal den Fischmarkt angucken und dann mal schauen, was ich mir dann alles so kaufen kann. Ich werde jetzt noch ein bisschen weiter angeln, bis mein Kescher voll ist. Werde ich aber ohne Aufnahme machen. Ist auch nicht so spannend für euch, ne? Von der Zeit haben wir es sowieso übertrieben. Jo, ich denke mal, bestimmt wieder über eine halbe Stunde ging das jetzt. Alle paar Tage kommt mal ein Video dazu. Ich sehe es ja an den Aufrufen, an den Likes, ob ihr das auch sehen wollt oder nicht. Lasst euch überraschen, wie es denn weitergeht. Auf jeden Fall kommt dann doch das nochmal mit dem, ja, mit dem Laden, ja, mit dem Fischmarkt. Nicht Fischmarkt. Ja, was ich mir für Gerätschaften denn kaufen kann. Ich denke mal, die richtig guten Sachen gehen erst los ab Level 5. Jo, das soll es aber gewesen sein. Wir waren wieder ein bisschen angeln. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mal doch ein Abo da, einen Daumen nach oben. Ich freue mich drüber. Und bis zum nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.